als ich 17, 18 war, wäre es für mich das Größte gewesen, wenn ich einmal im Monat irgendwie einen Auftritt gehabt hätte. Ne? Dann spielen wir irgendwie 15 Mal im Monat. Das ist schon tierisch. Komm, wir fahren einfach los, ganz egal wohin. Mit jedem neuen Kilometer gewinnen wir am Rückenwind. Der Vibe auf Tour ist fantastisch. Also das muss man, glaube ich, echt auch einmal erlebt haben, um das ein bisschen zu verstehen, weil es ist so, als würde man in eine ganz andere Welt eintauchen. Ne? Und wir biegen ab ins Grüne, fühlen uns endlich wieder frei. Du bist immer on the road, kommst am nächsten Tag irgendwo an und weißt manchmal auch gar nicht, in welcher Stadt du jetzt bist. Du guckst raus und denkst, ach geil, ja, Rostock, München, kann man auch mal ein bisschen die Stadt erkunden und so. Auf der Überholspur, doch komme niemals an. Die Kartons noch nicht ausgepackt, Fremder in meiner Stadt. Immer in Bewegung bleibt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man ein gutes Team um sich rum hat, ne? Weil ich sag mal, Auftrittszeit sind 2% von der ganzen Masse und den Rest hängst du halt ab, ne? Und musst dich halt gut verstehen. Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich das mit meinen besten Kumpels zusammen machen kann. Muss immer in Bewegung bleiben. Als ich gestern gehört habe, dass wir im Kapitol von einer ausverkauften Halle spielen, dachte ich, da habe ich noch als Support gespielt vor einem Jahr und das sah schon ganz schön abgefahren aus. Und dass dann wirklich für einen so viele Leute da sind, die auch dann textsicher jeden Song mitsingen können, das ist schon was ganz, ganz Fantastisches. Ja, das Ende gar nicht mehr. Ich kann nicht mal das Bier in dem Bierkühlschrank erkennen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich leg ne Platte ein, mach das Fenster auf und lass es durchziehen. Ich tanze barfuß und allein im Kreis, bevor ich eingehe. Ich versuche das schon echt zu genießen, so jede Sekunde, weil ich ja auch weiß, wo ich herkomme, ne? Und dass wir jahrelang einfach in kleinen Clubs gespielt haben. Ich kann irgendwie mein Glück dann gar nicht fassen in dem Moment, dass sowas derartiges mal in meiner Musikkarriere passiert ist. Die Leute haben 2 Monate gewartet. Lass uns das auskosten und richtig einen wegrocken. Geil bewegen, Spaß haben, viel lachen und anbrusten. Okay, Prost! Viel Spaß bei der Show. Wir haben noch nie so eine große Tourshow gespielt und das werden wir ganz, ganz lange in unseren Köpfen behalten. Du spielst gelegentlich Roulette mit mir. Ich glaube schon, dass ich dieses Jahr einiges dazugelernt habe. Allein schon irgendwie, was auf der Bühne jetzt passiert, wie ich auch als Frontman irgendwie geworden bin. So, ich bin auch ein bisschen selbstbewusster geworden, stehe jetzt nicht immer nur noch mit meiner Gitarre da, leg die auch mal weg und rase über die Bühne und habe, glaube ich, so eine andere Energie wie Anfang des Jahres. Rückblickend war es, glaube ich, das mit Abstand verrückteste Jahr meines Lebens und auch das schönste. Ich habe da irgendwie jahrelang drauf hingearbeitet und auch oft so gehadert und dachte, ah, wirst du das eine Lied mal schreiben oder das Album haben, womit man das nächste Level erreicht. Und sowas jetzt mal erlebt zu haben und jetzt mal so einen Haken dran zu machen, das ist großartig. So weit gekommen und so viel. Von 80 Millionen.